Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute gibt es mal wieder ein Aufgebraucht-Video. Denn wie ihr wisst, ich brauche immer sehr viel auf. Und deswegen dachte ich mir, ich drehe das heute einfach mal wieder. Und ich laber nicht zu viel drumherum, sondern fange sofort an. Und zwar habe ich hier zuerst ein Duschgel bzw. ein Bath and Shower Gel von Miss Butterfly. Woher das ist, weiß ich leider nicht, weil ich das geschenkt bekommen habe. Aber ich muss sagen, es hat echt gut gerochen. Es hat jetzt nicht viel gepflegt, aber es hat halt einfach gut gerochen. Dann habe ich hier ein Deo Spray und zwar ist das von Balea, das Shine Bright Like a Diamond. Glamorous Nights, das hatte ich an meinem Tauschpaket, glaube ich, und das roch so krass gut. Also bei mir halten Deo Sprays eh nicht lange, also es erfrischt mich auch nicht, deswegen benutze ich eh immer noch eine Deo Creme. Ich benutze Deo Sprays eigentlich bloß, um ein besseres Gefühl zu haben und weil es gut riecht, deswegen das war jetzt auch nicht langanhaltend oder irgendwie so. Dann habe ich das und zwar ist das von Isada Young, das Micellentechnologie Gesichtswasser. Für fettige und unreine Haut habe ich benutzt und habe jetzt allerdings nichts Prickelndes bemerkt, dass ich weniger Pickel bekomme oder so. Also ich muss sagen, es war einfach nur, ich habe es eigentlich bloß benutzt, um den Rest von meinem Make-up wegzumachen und dafür war es ganz gut. Ich habe es auch ganz gut vertragen, aber es hat jetzt nicht dagegen geholfen, dass ich weniger Pickel habe oder so. Deswegen würde ich es mir nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier ein Haarspray und zwar ist das von Icosystem, das Ultra Power Haarspray. Das war so ein Billig-Haarspray von Müller. Ich muss sagen, es hat eigentlich ganz gut gehalten. Leider nicht wieder so lange, wie es halten sollte, wie bei mir. Aber es war echt besser als manch andere teurere, muss ich echt dazu sagen. Dafür, dass es, glaube ich, 89 Cent oder so gekostet hat, wenn überhaupt. Dafür war es eigentlich ganz gut. Dann habe ich hier das und zwar ist das von Essence, das Keep It Perfect Make-Up Fixing Spray. Und das hypen ja alle so heftig. Und ja, ich habe es eigentlich auch sehr gerne benutzt. Mein Make-up hat dadurch zwar nicht länger gehalten, aber irgendwie hatte ich ein gutes Gefühl danach, wenn ich es mir aufgesprüht habe. Und ja, weiß ich nicht, ob ich es mir nochmal nachkaufen würde, aber war auf jeden Fall ganz gut. Dann habe ich hier das und zwar ist das von Batiste, das Trockenshampoo für schwarzes und dunkelbraunes Haar. Ich liebe Batiste Trockenshampoos. Ich habe schon so viele Trockenshampoos ausprobiert, aber ich greife immer wieder auf das von Batiste zurück, weil das einfach das Beste ist. Und ja, das macht auf jeden Fall meinen Ansatz wieder frisch und lässt ihn nicht mehr fettig aussehen. Und das hält auch den ganzen Tag, manchmal jetzt sogar 2 Tage, das ist echt krass. Deswegen, ja, ich habe das auch noch guten Vorrat bei mir zu Hause. Dann habe ich hier noch ein Deo Spray und zwar ist das von Rexona Woman Shower Clean. Das ist ein Compressed Deo und Leute, das hat so lange gehalten. Ich hatte das mal in einer Glossy Box und seitdem habe ich das immer in meiner Handtasche gehabt. Und es hat einfach so extrem lange gehalten. Und ich war froh, dass es jetzt endlich alle war. Denn ich muss sagen, hier steht ja drauf 24 Stunden Schutz. Ich, wie gesagt, bei mir bringen Deo Sprays immer was sowas angeht nichts. Aber wenn man sich das drauf gesprüht hat, hat man echt lange danach gerochen. Und der Geruch war echt beißend zum Schluss, fand ich. Also der hat mir irgendwann nicht mehr gefallen. Und ja, aber so ist es halt ganz gut. Es hält sehr lange an, der Duft, aber der Geruch ist echt nicht für jedermann, würde ich behaupten. Dann habe ich das hier und zwar ist das von OC, das Miracle Most Shampoo. Und das ist in so einer kleinen Probe. Das riecht wie Kaugummi und das ist feuchtigkeitsspendend. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, aber ich fand es sowieso nicht so gut, weil ich suche ja mal nach Shampoos, wo ich nicht so schnell fettige Haare bekomme und das war jetzt hier auch nicht der Fall, deswegen ist das für mich auch durchgefallen. Aber Feuchtigkeit hat es, glaube ich, gespendet. Also ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Aber es war ganz gut, aber jetzt nicht für sehr fettige Haare geeignet. Dann habe ich hier das und zwar ist es von Dove reichhaltige Pflege Creme Dusche. Ist einfach ein Duschbad gewesen. War auf jeden Fall sehr cremig und meine Haut hat sich danach sehr gut angefühlt. Und der Geruch ist zwar nicht so meins, weil ich stehe immer eher so auf fruchtige Düfte, aber es war ganz in Ordnung. Dann habe ich hier eine Zahnpasta und zwar ist die von Colgate, die Ultra Weiß Zahnpasta mit Fluorid, wie auch immer.
Sie hat jetzt meine Zähne nicht wirklich aufgehellt. Es war für mich einfach eine ganz normale Zahnpasta, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen, aber bei mir hat sie auf jeden Fall nicht viel dazu beigetragen, dass meine Zähne weißer werden. Dann habe ich noch das, und zwar ist das auch von Essence, das Handcleansing-Gel. Das hatte ich auch echt lange und ja, so einfach ein ganz normales Cleansing-Gel, was ich zwischendurch immer benutzt habe, und oder Desinfektionsgel. Das Einzige, was mich hier dran gestört hat, waren diese komischen blauen Kügelchen, die dabei waren, weil die haben sich nicht aufgelöst und die musste ich immer von meiner Hand wegpusten, weil die genervt haben, aber sonst war es ganz gut. Dann habe ich noch diese Leerverpackung, und zwar sind das von Ebelin 80 Kosmetikstäbchen, beziehungsweise wie viele das nennen, Q-Tips. Und ja, die habe ich aufgebraucht, waren einfach ganz normale Kosmetikstäbchen, haben das gemacht, was sie sollten, mein Make-up gerettet, wenn ich mich mal übermalt habe oder irgendwie, keine Ahnung, mal wieder zu doof zum Schminken war. Und ja, kann man sich auf jeden Fall immer wieder kaufen, vor allem weil es echt billig ist und auch lange hält. Dann habe ich das hier, und zwar ist das von IQ-System, das Haarspitzenfluid. Und dazu muss ich echt sagen, das war echt mega schlecht. Also das ist, war auch nicht so ölig, sondern so cremig, und das hat echt gestunken nach Fisch. Das war echt nicht mehr normal. Also als ich das erste Mal benutzt habe, dachte ich mir schon so, was habe ich da gekauft? Und es hat doch nicht lange gehalten, dadurch, dass ihr immer so viel braucht, hat das, glaube ich, 2 Wochen oder 3 Wochen gehalten. Und ich benutze so 2-mal in der Woche Öl, das ausgiebig. Und ja, also es hat, und es hat auch, wie gesagt, nicht dazu beigetragen, dass meine Haare irgendwie glänzen oder schöner aussehen. Es war auch, es hat sich eklig angefühlt, als ich das auf die Haare gemacht habe. Also das würde ich auf jeden Fall nicht wieder kaufen. Da bleibe ich lieber bei meinem Balea-Öl. Dann habe ich hier noch ein Parfüm, und zwar ist das von Larif, das In Woman. Ja, fand ich ganz gut. Der Duft hat eigentlich relativ lange gehalten, also nicht den ganzen Tag, aber ausreichend, und es roch sehr gut, deswegen kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann habe ich noch das hier, und zwar ist das von Alterra, die Feuchtigkeitsspülung. Die hatte ich noch damals vom Urlaub übrig, weil ich die da nicht aufgebraucht habe, und die war echt sehr ergiebig, also ja, das ist für trockenes und strapaziertes Haar. Ich muss sagen, meine Haare haben sich danach immer sehr gut angefühlt, sehr gut gepflegt und sehr feuchtigkeitsspendend. Deswegen kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es die auch in groß gibt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Dann habe ich hier noch mein Lieblingspuder, und zwar ist es von Astor, das Anti-Shine Mattitude Shine Control Super Matte Powder. Länger kann man den Namen ja auch nicht machen. Ich liebe dieses Puder, das mattiert perfekt, es hält lange und ich liebe es, und ich habe es schon 3-mal wieder nachgekauft oder so, und ja, darauf schwöre. Dann kommen wir hier zu einer Haarmaske, die sehr, sehr schlecht war. Und zwar ist das von, keine Ahnung, ich kann es nicht mehr lesen. Auf jeden Fall heißt die Pulpit Papaya Rescue Haar Mask. Die sieht auf jeden Fall so aus. Und Leute, die war echt extrem schlecht. Ich habe die 2-mal für meine Haare benutzt, und schon beim ersten Mal hat die meine Haare richtig strohig gemacht, und sie haben sich danach richtig verklebt angefühlt und richtig ekelhaft. Also die waren echt richtig, richtig komisch. Deswegen will ich mir die nie wieder nachkaufen, weil die war echt richtig schlecht. Und ja, ich habe noch nie so eine schlechte Haarmaske benutzt. Das hat meinen Haaren echt weh getan und geschädigt. Dann habe ich noch das hier, und zwar ist das die Wunderkur von John Frieda. Ich glaube, ja, von John Frieda, tiefenwirksame Intensivmaske. Und da muss ich wiederum sagen, die war echt sehr, 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 sehr gut. Die habe ich auch 2 oder 3-mal benutzt, und danach waren meine Haare echt mega weich und richtig, richtig schön. Deswegen kann ich die jedem empfehlen. Und dann habe ich noch eine Haarmaske, wer hätte das gedacht. Und zwar die hier, die man jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht sieht. Aber die ist von Swissopar, die Kashmir Haarkur für koloriertes und anspruchsvolles Haar. Das sind immer die in dieser kleinen Verpackung, und die liebe ich sowieso immer, weil die machen meine Haare unglaublich weich und lassen sich danach sehr, sehr gut durchkämmen. Deswegen, die sind sowieso immer toll. Und zum Schluss habe ich dann noch das hier, und zwar ist das von Isana Young, das 3-in-1 Reinigung, Peeling und Maske.
Das benutze ich immer für mein Gesichtspeeling mit meiner Gesichtsbürste. Und ich muss sagen, ich bin damit relativ zufrieden. Sie peelt gut und ich vertrage sie auch gut. Deswegen kann ich die euch auf jeden Fall empfehlen. Und ja, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Es ist ziemlich lang geworden, ich weiß, aber ich habe so viele Sachen aufgebraucht. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Meine Social-Media-Seiten findet ihr natürlich alle in der Infobox. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss!